Für Europa reicht's, ein Slogan der Satirepartei, die Partei der Vergangenheit und Zukunft verbinden soll. Dank einer nicht existierenden 5%-Hürde vergnügte sich Ex-Titanic-Chef Martin Sonneborn bereits im Europaparlament, trieb alte weiße Männer des Öfteren auf die Palme und genoss das Leben eines Parlamentariers auch auf Lobbyistenpartys. Das schönste Lobbyistenangebot war ein Glas Champagner in der Hand einer jungen, gut aussehenden Chinesin. Mit ein paar Erdnüssen zusammen, aber auch gleich die Bitte dann, mich vor einer chinesischen Kamera von Huawei zu äußern, ob ich mich dafür einsetzen würde, dass die Chinesen ihren Fuß ein bisschen weiter in die Tür bekommen in Europa, Kommunikationsmarkt. Ich habe damals gesagt, solange ich in Europa irgendetwas zu sagen habe, so auf einem Empfang von Huawei, würde kein Chinese seinen Fuß weiter in die Tür bekommen und danach bin ich auch nicht wieder eingeladen worden. Ein Gesamtkonzept für Europa soll in den kommenden 2 Wochen pünktlich zum Wahlkampf-Endspurt aufgeschrieben sein, verbunden mit der großen Hoffnung, dass es auf einen Flyer passt. Listenführer Martin Sonneborn will EU-Austrittsverhandlungen mit Österreich, Ungarn, Polen, Italien und Sachsen führen. Zudem soll es für EU-Bürger ein Existenzmaximum geben von 1 Million Ostmark. Zudem soll auch das Bruttoinlandsprodukt um 50% gesenkt werden. Mitstreiter Nico Semsrott, der bei einem Wahlergebnis von ungefähr 1,6% der Stimmen für die Partei in Europa mit von der Partie wäre, kann sich Politik machen auch im klassischen Sinne vorstellen. Ich weiß, dass die Partei Satire mit menschlichem Antlitz auch betreibt und ich zähle mich selbst auch zu dem Realo-Flügel der Partei. Das heißt, man macht Satire, aber wenn es sich nicht verhindern lässt, macht man auch noch gute Politik. Dass seriöse Politik mit einer Klamauk-Attitüde, so wie sich die Partei selbst versteht, auch zum Zünglein an der Waage werden kann, dies begab sich bereits im Europäischen Parlament. Martin Sonneborn verhinderte eine Rede des NPD-Abgeordneten Udo Vogt nach einem Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel im November des vergangenen Jahres. Das fand ich eine sehr schöne Sache. Seine Stimme war entscheidend, als der Justiz- und Innenausschuss des Parlaments einer Datenschutzverordnung E-Privacy zustimmte, die verhindert, dass Dienste wie WhatsApp nicht in Gänze durchleuchtet werden. Zudem stimmte Martin Sonneborn dafür, dass Seenotrettung eine völkerrechtliche Verpflichtung ist. Politisch unterbewertet sieht er sich allerdings nicht. Ich hatte nicht den Anspruch, im Europaparlament etwas politisch zu bewegen und dass es mir dennoch gelungen ist, hat mich eher überrascht. Generell wollen Sonneborn und Semsrott doch mehr versuchen, die anderen Parteien zu beobachten, zu beleuchten und wohl auch zu nerven. Ich werde natürlich auch versuchen, so etwas wie ein zentrales Korruptionsregister einzuführen. Also das läuft dann wie in der Gastronomie auch. Die Korruption wird konzentriert in einer Korruptionskasse gesammelt und dann fair unter allen Abgeordneten gleich aufgeteilt. Ich kenne jetzt die EU. Ich weiß, wie viel komische und wie viel berichtenswerte Dinge dort passieren. Nico hat versprochen, jeden Monat einen Film zu liefern aus der EU. Und ich glaube, dass wir da viel Spaß haben werden damit. Und dass das Parlament viel mehr Öffentlichkeit bekommt. Rund 1,6% der Stimmen benötigen Martin Sonneborn und Nico Semsrott, um zumindest selbst für den eigenen Spaß im Europäischen Parlament sorgen zu können. Zweifelsfrei ist Satire Geschmackssache. Die geschmackloseste Partei wäre die Partei, bei einem abermaligen Einzug ins Europäische Parlament bei Weitem übrigens nicht.